So, willkommen zurück zum Mass Effect Andromeda. Die Spur führt uns anscheinend nach Pathfinder. Sie haben neue Post in Ihrem E-Mail eingeladen. Ich sollte vielleicht gleich, wenn ich dort bin, mal mein Postfach gucken, was da drin steht. Oh, noch 0%. Ist wahrscheinlich gerade neu getriggert worden. Naja. Kümmern wir uns später drum. Finden wir jetzt mal die Wahrheit heraus. Auf geht's nach Eladen. Wieder mal. Immer wieder nice zu sehen, wenn die Tempest landet. Ganz ehrlich, diese Missionen machen mir tausendmal mehr Spaß als diese kleinen Mini-Mission oder Zufallsmission, die wir ständig haben. So. So. Wo ist der Punkt? Da oben. Im Nirvana. Aus demselben Grund wie alle anderen auch. Ich habe die Versprechungen geglaubt. Sie müssen ziemlich überzeugend gewesen sein. War es das wert? Das will ich doch hoffen. Das wird sich in Zukunft zeigen, Betra. Der Anfang ist schon mal gemacht. Der Anfang sah ja gut aus. In der Wüste das Ganze. Wie man sieht, mit dem Nomad komme ich auch mittlerweile ganz gut klar. Wenn ich da meine Anfangsprobleme bedenke, was für Schwierigkeiten es da gab, wie ich ihn heute beherrsche, habe ich mich da verbessert. Es hat jetzt zwar kein Waffensystem wie der Marco, aber das stört mich nicht. Hier ist der Nachtpunkt. Pathfinder, dies sind die ungefähren Koordinaten, die ich aus den Hinweisen in der Wohnung des Salarianers ableiten konnte. Hier scheint nichts zu sein. Hier sind überall Sandlöcher. Wir sollten uns vielleicht mal unter der Oberfläche umsehen.
Irgendetwas war hier und wurde in diese Richtung geschleift. Okay, folgen wir mal den Spuren. Die Spur führt direkt zu ihnen. Tja, dann nichts wie hin. Wow. Ich hätte gar nicht bemerkt, dass da Typis stehen. Gerade von euch. Leute, tut was. Oh, das war gerade echt knapp. Scheiße. Mich jetzt fast erwischt. Aber nur fast. Ich sehe nichts. Nicht mit mir, Freundchen. Hey, ist das nicht Salen? Er ist am Leben. Alles andere als in guter Verfassung. Wir müssen ihm helfen. Geben Sie mir mal das Medigel. Es sind noch Feinde hier. Noch nicht ganz vorbei. Den haben wir es gezeigt. Salen? Was ist hier passiert? Salen? Finden Sie das nicht etwas zu vertraulich für unsere erste, echte Begegnung? Er ist verwirrt. Ich hatte Sie kontaktiert, weil ich darauf hoffte, einer meiner Verdächtigen würde etwas Unüberlegtes tun. Leider hat er es tatsächlich getan. Ich denke, er wollte mich hier draußen verschwinden lassen, während er mein Tarngerät benutzt. Jeder Salen, dem Sie begegnet sind, war in Wahrheit Dr. Aiden. Aber Sie haben... Er hat mich gebeten, einigen Spuren nachzugehen, die ihn belasten könnten. Lassen Sie mich raten. Aiden wollte, dass Sie die Indizien scannen? Ich hatte vermutet, dass der Verräter Botschaften in optischen Encodern versteckt hat. Diese Botschaften waren der Beweis, den ich brauchte. Allerdings würde ein derart leistungsfähiger Scanner wie Ihrer sie löschen. Aiden hat Sie und meine Nachforschung benutzt, um seine Spuren zu verwischen. Was für ein raffinierter Mistkerl! Ich habe das Gefühl, ich bin für Sie und Dr. Aiden nicht mehr als eine Schachfigur. Wenn Sie meinen, viel wichtiger ist aber die Frage, wessen Schachfigur Aiden ist. Alle Spuren führen zurück zu unserer Arche. Aiden hatte nicht die nötige Freigabe, um Logs oder Navigationsdaten zu ändern. Dennoch ist er eindeutig schuldig. Ich nehme an, Aiden ist der Strohmann einer Verschwörung, an der auch die Cat beteiligt sind. Und er ist der Schlüssel, um sie auffliegen zu lassen. Ja, vermutlich. Nur leider hat Aiden alles beseitigt, was wir gegen ihn in der Hand hatten. Und ich wette, Rand Lorne ist verschwunden. Aiden hat den Pfeil vergessen, mit dem er mich vergiftet hat. Er steckt immer noch in meiner Brust. Kontaktieren Sie Aiden. Geben Sie sich ahnungslos und bitten Sie ihn um ein Treffen. Ich werde auch dort sein und ihn verhaften. Wir bräuchten einen Ort, an dem wir uns mit Aiden treffen können. Irgendwo auf neutralem Boden. Es gibt auf Caldera einige Höhlen, die dafür in Frage kämen. Klingt gut. Schick ihm eine Nachricht. Okay, dann geht's also dieses Mal nach Caldera hin. Ach ja, Caldera. Das heißt, wir dürfen wieder zweimal reisen. Und zwar einmal nach Caldera Port
und von Kedaraport zu den Slums runter. Also zwei Loadscreens. Das ist das, was mich so ein bisschen an Kedara stört. Man kann nicht direkt in die Slums runter als Option, sondern man muss erst nach Kedaraport, kriegt einen Loadscreen, dreht sich um, reist zu den Slums, muss quasi übers Tor nochmal hinausgehen, beziehungsweise kann, muss, keine Ahnung, und dann erst kann man weiterreisen auf der Karte. Das ist so ein Grund, warum ich ungern nach Kedara reise. Und alle Systeme im grünen Bereich. Allgemein Pathfinder, Sie haben neue Posten gefällt mir Kedara nicht so wirklich vom Planeten her. Also von den fünf ist das für mich der unbeliebteste. Das hatte schon zu Beginn mit seiner Beschaffenheit zu tun. Aber naja, Quest ist Quest und es wird Zeit, sie zu vollenden. Sind jetzt im Orbit von Kedara. Ja, jetzt lande ich und es geht zuerst zu Kedara Port. Ich meine, gut, die Loadscreens sind zwar schön, aber ich kann es auch leider nicht skippen. Obwohl, eigentlich sind die recht kurz, die Loadscreens. Von daher kann ich es schon einigermaßen vertreten. Dann wollen wir mal. Ich bin mal gespannt, was Kalo denn nach dem ganzen Job hier dazu sagt. Immerhin betrifft es ja sein Volk. Allerdings auch ein furchtbarer Gedanke. Und sogar ziemlich wahr. Die Aufgestiegenen waren ja früher mal die jeweiligen Mitglieder ihres Volkes und sind dann quasi durch die Auferstehung zu diesen Kettwesen geworden. Hier war die Kollektivbasis damals gewesen. Gut, warum mich das gerade schon hier hinführt? Ja. Und ich kann es natürlich momentan nicht machen. Aber ich kann hier was machen. Und zwar die Effektivdauer und die Jotik-Stärke. Wird mal Zeit, das zu erhöhen. Hier war damals die Kollektivbasis. Und da ist der Kontaktmann. Was ist hier noch drin? Ah, okay. Da
Da sind sie ja. Sind sie den Spuren nachgegangen? Ja, herauskam, sie sind Kollaborateur und Mörder. Und eines ihrer Opfer hat überlebt. Alte Spione sind also wirklich unverwüstlich. Dieser alte Spion würde sie fertig machen, wenn er nicht einen Beweis in seiner Brust hätte. Ich wollte Ihnen ein würdiges Begräbnis bieten. Die Zeit war zu knapp, um Sie von unserer Sache zu überzeugen. Sparen Sie sich das, Aiden. Sie haben Ihr Volk verraten und werden dafür in einer Zelle verrotten, wenn Sie Glück haben. Mein Volk war einverstanden. Einige von uns wurden früher geweckt, um die Arche bereit zu machen. Dann stießen wir auf die Cat, einen unbesiegbaren Feind. Also haben wir entschieden, unsere Arche zu opfern. Wir wollten die Geheimnisse der Cat erforschen, um sie und ihren Aufstieg eines Tages vernichten zu können. Hey, ich verhindere etwas, indem ich es durchführe. Sie sind ein Idiot. Hören Sie, es gibt außerhalb von Helios ein ganzes Reich der Cat. Sie sind allmächtige Eroberer, die irgendwann hier einfallen werden. Was wir herausgefunden haben, könnte uns vor der Vernichtung bewahren. Schenken Sie uns die Freiheit und wir verraten es Ihnen. Vergeuden Sie dieses Wissen nicht. Schenken Sie die Freiheit und verraten es Ihnen. Was bieten Sie mir an? Einzelheiten über das Reich der Cat, Vasallen, mögliche Schwachpunkte, Geheimnisse über den Aufstieg. Die wir nicht überprüfen können. Sie könnten das auch einfach erfunden haben. Wir mussten für diese Information Zivilisten opfern, Major. Wollen Sie, dass das alles umsonst war? In dem Fall, und einfach weil ich wissen will, wer die Cat genau sind, meinetwegen. Sie sind der letzte Dreck. Aber wenn uns Ihre Geheimnisse retten und im Kampf gegen den Aufstieg helfen können, haben wir einen Deal. Kein Geheimnis ist es wert, dafür vor den Cat zu knien. Er hat denen unsere Arche überlassen. Und wir haben sie gerettet. Wir brauchen jeden Vorteil, den wir kriegen können. Vertrauen Sie Aiden, ist das Ihre Verantwortung. Wenn ich ihn wiedersehe, können Sie ihn nur noch an den Zähnen identifizieren. Ich schicke Ihnen sofort sämtliche Informationen, die ich habe. Mein Leben liegt in Ihrer Hand. Danke für Ihre Weitsicht. Sie wissen nicht, wie viele Leben Sie dadurch retten. Das war jetzt zwar nicht so eine ganz, ja, Knorke-Entscheidung, also die fiel mir gerade nicht sehr einfach, aber wenn er tatsächlich Cat-Informationen hat über das Reich und so, über das Reich von den Cat, könnte das eventuell in späteren Mass Effect-Teilen immens vom Vorteil sein, wenn wir die Schwäche kennen. Von daher war das schon so ein bisschen wichtig. Auch wenn ich ihn zu gerne, ja, eingebuchtet hätte. Ich kann Joels Zorn auch verstehen, aber wir brauchen einfach Informationen für den neuen Feind. Da brauchen wir echt Informationen. Denn wir wissen ja nicht, wie stark die Cats sind. Die könnten ziemlich stark sein. Alle Systeme im grünen. Was ist jetzt eigentlich hier drin? Achso. Pathfinder, Sie haben neue Post in Ihrem E-Mail-Eingang. Ich denke, das hat sich jetzt erledigt. Wir sprechen mal mit Kalo. Gil? O'Connell und Serena waren Monate damit beschäftigt, unsere Systeme zu koordinieren. Sie können diese Verbindung nicht einfach spontan umgestalten. Gil, ich weiß, dass Sie mich hören. Das ganze Schiff kann Sie hören. Ich höre nur nicht zu. Streiten Sie sich schon wieder? Glauben Sie mir, ich bin darüber genauso unglücklich wie Sie. Gil und Kalo. Das ist echt nur Gestreite. Und da denkt man sich schon, warum eigentlich konnte es nicht jemand wie Joker sein? Joker war für mich der beste, ja, Pilot überhaupt. Er hat zwar auch mit Edie gestritten, aber das war jetzt nicht so extremst wie die beiden. Naja, machen wir mal weiter.
Wobei, vorher will ich nochmal woanders abspeichern. Wir müssen gleich zweimal, falls was schief laufen sollte. Hey Ryder, ich habe über unseren Auftritt im Flaggschiff des Archons nachgedacht. Nur damit Sie es wissen. Wenn Sie nochmal sterben, beschwere ich mich in der Personalabteilung über Sie. Also lassen Sie das. Ich hätte ein paar Fragen an Sie. Was wollen Sie wissen? Erzählen Sie mir von dem Auto. Wir haben als Familie daran rumgebastelt. Es war Mutters Idee und Vater mochte es, wenn Mutter zufrieden war. So bin ich zur Schrauberei gekommen. Rüstung und Jetpacks. Mutter war natürlich dagegen. Sie wissen ja, wie das ist. Ich habe meine Eltern ab und an ziemlich beunruhigt. So sind Kinder nun mal. Aber ich habe es wohl übertrieben. Durch den Wechsel der Galaxie zum Beispiel. Deshalb muss ich das hier hinkriegen. Sonst war Andromeda ein Fehler. Ich habe mich von zu vielen Leuten verabschiedet, um das zuzulassen. Erzählen Sie mir von Ihren Freunden bei den Spezialeinheiten. Ich habe geschworen, niemandem zu sagen, was sie getan haben. Ein Shuttle für das Auto zu stehlen, war völlig verrückt. Dondi, Base, Metzi, Noel, Cap und der gottverdammte Hammond. Die besten Leute, wenn es um eingestürzte Gebäude geht. Irgendwann muss ich hier eine Zweigstelle aufmachen, wissen Sie? Das habe ich versprochen. Reden wir später weiter. Alles klar. Hammond kommt mir bekannt vor. Vom Namen her. Ich habe nicht bestätigt, merke ich gerade. So, jetzt habe ich bestätigt. Ghoststorm-Technologie ist jetzt vollständig erforscht, Pathfinder. Ausgezeichnet. Dann sind wir bereit für unseren Vorstoß auf Meridian. Ich berufe sofort eine Besprechung ein. Okay, dann mal los. Die Anführer der Nexus halten unsere Suche nach Meridian für Zeitverschwendung, aber wir wissen, dass sie sich irren. Die Aktivierung der Gewölbe reicht nicht. Wir brauchen noch das Herzstück. Nur um das klarzustellen, Sie widersetzen sich einem direkten Befehl? Es ist meine Aufgabe, uns nach Hause zu führen, und genau das tue ich, mit oder ohne Erlaubnis. Haha, das ist die richtige Einstellung. Und die Cat? Da kommt die Ghoststorm-Technologie ins Spiel. Ist doch so, oder, Hager? Ja, unsere gefälschten Signale sollten einige Cat von Ihnen ablenken. Zwar nicht alle, aber doch auf jeden Fall genug. Die Tempest ist klein und schnell. Ich brauche keine große Lücke. Wir setzen sie ab und sind wieder weg, bevor es die Cat mitkriegen. Auf Meridian erledigt ein kleines Team den Rest. Wir müssen schnell sein und die Geheimnisse ergründen. Direkt hinter feindlichen Linien. Guter Zeitpunkt, um ihre Anzahl und Verteidigung abzuschätzen. Bei dem Rückweg werden wir genauso wie bei dem Hinweg vorgehen. Wenn wir mit Informationen über Meridian zurückkommen, wird die Nexus schon zuhören. Das klingt doch nach einem soliden Plan-Team. Hager, sind Sie bereit? Wir können jederzeit anfangen, Pathfinder. Alles klar, Leute, es ist soweit. Legen wir los. Ja, Leute. Anscheinend geht es vielleicht sogar in das letzte... In das letzte System. So, mit einem mal sprechen vorher. Wird das gut gehen? Wir werden es erfahren. Das nächste Mal bei Andromeda. Bis dann.